Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Bot Beatdown. Wir sind jetzt in der zweiten Reihe angekommen, das heißt Diamantgegner. Und ab jetzt wird es etwas härter, weil die anfangen zu cheaten und dann mehr Einkommen haben als ich. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich nehme die Burg, damit wir so ein bisschen aufs Late Game aus sind. Welcome to Nova. Oh, das gefällt mir wirklich gut. So, Stichschaden ist leider nicht so da, außer, ja, sie ist gut. Er, naja, was will ich nicht unbedingt. Wir könnten ihn rausnehmen und nehmen stattdessen ihn mit rein. Dann haben wir gute Tanks als Frontline. Fürs Erste nicht schlecht. Ja. Das klingt fürs Erste nicht schlecht. Ich werde jetzt hier mit einer Yuzora starten. Ich werde die so ein bisschen weiter nach vorne platzieren, damit dann meine Harpien auch genug Reichweite haben, um sich zu bewegen. Und dann geht's los. So, drüben ist schon mal ein goldener Beschützer. Sarg, Dax. Ganz normale Starts. Oh, vierten Worker mit rein. Ende. Und wir können natürlich schon mal eine Harpie platzieren. Könnten wir. Wir können aber auch einfach den nächsten Worker rein platzieren und dann einen Gargoyle hinsetzen. Ja, das Sarg ist am Anfang zu stark. Da mache ich nicht viel. Das ist die King-Aufwertung. Ja, und der eine hat schon einen Vorteil, warum auch immer. Aber es könnte auch an seinem Perk liegen, den er von Anfang an ausgewählt hat. Dass er da ein bisschen weiter vor mir liegt. So, Gargoyle mit rein. Zwei Stück. Beziehungsweise werde ich den anderen hier drüben platzieren. Weiter King aufwerten. Und dann gehen wir vielleicht auf die 5. Je nachdem, was er dann baut, könnten wir auf der 5 was schicken. Da, wenn der Sarg scheiße ist, sozusagen. Ja. Klingt gut. Wir gehen auf die 5. Mal sehen, ob die mittlerweile mitmachen. Oh, die wurden gebufft. Die Skelett. Archer und Magier und sowas. Das ist ein Goblin-Copter. So, jetzt können wir uns hier ein paar Harpien platzieren. Und schicken wir auf der 5 ein bisschen was rein. Okay, ja, trotzdem jetzt schon geschickt. Weiß ich nicht, Arkane Verteidigung, hör mit reinzuschicken. Ich gehe auf jeden Fall auf 5. Er hat einen Wolf reingeschickt und den Ninja, dem hat er sofort die Wurfsterne gegeben. Was geschickt bekommen? Nein, also hole ich mir keinen Worker. Wir gehen mit noch Blut rein. Können auch nächste Runde was schicken. Oh, sehr gut. Also auf die 6 können wir auch noch was packen. Ja, man sieht schon, dass die alle über mir sind, obwohl ich ganz gut gehaushaltet habe eigentlich. Sind die noch raus? Nee. So,
So, wir könnten hier einfach. Den platzieren. Noch einen zweiten Gargoyle. Mache ich hier hin. Schauen wir eine Schnecke mit rein. Hat immer noch nicht geschickt. Trieben 140. Gucken wir mal da drüben hin. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Er hat jetzt ein Seepferdchen. Ja, wird durchkommen, wird durchkommen. Sehr gut. Ja, das kann ich noch blocken, kein Problem. Dann hau ich jetzt eine Echse rein. Vielleicht noch einen Robo zusammen mal sehen. Aber ich habe wenig Worker, weil ich aktuell auf die Verteidigung aufpassen muss. So, wir stellen einen Rudelführer hin. Noch ein Gargoyle, noch eine Harpie. Dann sieht es doch gut aus. Eine Schnecke kriege ich noch rein. Mehr nicht. Ein Mimik hat er geschickt. Oh, das ist gar nicht schlecht. Für ihn, für mich ist Kacke. Nee, sieht nicht gut aus. Hier drüben auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen weiter den King aufwerten. Sowieso die nächsten zwei Runden. Danach ist der Sack sowieso Kacke. Ja, man merkt schon, dass das etwas schwieriger wird. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, ich muss jetzt Worker aufbauen. Wir hatten den King auf. Ach, Mensch. Bin ja erkältet durch das ganze schlechte Wetter in den letzten Tagen. Dieser Wechsel war so krass. Da hat es mich einfach weggeholt. Sieht gar nicht schlecht aus. Wenn vielleicht ein bisschen was durchkommt, mal sehen. Okay, Blut down, das down. Sieht gut aus. Sehr schön. Wir können Green Devil aufwerten. Gehen weiter auf den King. Drüben sind auch ganz viele Gargoyles. So Max-Schaden hat er, Arcane Verteidigung hat er. Können auf 10 mal probieren, vielleicht. Ja. Auf 10 ist nicht verkehrt. Oder sogar auf 11. Es gibt Riesenschnecken. Gehen auf 11. Mit den Riesenschnecken gar nicht schlecht. So, wir machen hier auch noch einen hin. Und da haben wir eine gute Tank Frontline.
wo ich dann hier noch einen Auerochsen platzieren kann. Hat schon 280 geschickt bekommen, ich noch nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runter, weil der uns sonst fertig macht. Schick zwei Robos rein. Er hat viele natürliche Verteidigung. Das werde ich blocken. Sieht zumindest gut aus. Und dann schicken wir jetzt die Runde. Und nächste Runde dann trotzdem nochmal die Riesenschnecken rein. So, Oger weg. Zack. Auerochse rein. Nörhapien. Ah, steht ganz schön zurück. War doch schon wieder ewig gesammelt. Ah, weiß ich nicht. Das ist schon wieder irgendwie nicht so geil. Schick mal 4 Robos rein. Sollte gut hinkommen. 360. Holy shit. Centaur. Ja, das war klar, dass ich das nicht schaffe. Aber hier... Oh, scheiße, Mann. So, ich bin gut durchgekommen. Das ist ja auch schon mal was wert. Aber hier geht's wieder auf die Fresse. Das ist ungünstig. Oh, der Centaur war übel fett. Ja, wir nehmen die Riesen stecken und hauen die auch gleich rein. So. So sieht das gut aus. Ja, Rocker liege ich ganz schön zurück, aber was soll ich machen? Ich muss Einheiten bauen. Das wird sonst nichts. Einen krieg ich noch. Auch Riesenschnecken geschickt. Eine kleine war noch dabei. Ein Daphne. Sieht gar nicht schlecht aus. Ja, sehr gut. Du bist down. Ja, hier drüben kann er blocken, aber bei mir kommt noch ordentlich was an. Müssen mal Bock aufbauen. Können wir noch einen holen? Hm, weiß ich nicht. Gucken erstmal hier rein, dass wir die Harpien aufwerten. 2 Stück. Sieht gut aus. 14 Worker habe ich. So, wir gucken mal. Stich ist für die gut. Mehr Magie Waves. Dann gehen wir auf den King. Der hat mir alles weggenommen. Dann gehen wir auf 14 vielleicht. 14 haut die alle weg. Die alle. Und dann noch ein bisschen Stich rein. Das geht auf jeden Fall klar. Wir müssen ein bisschen was reißen. Das steht fest.
So, wir könnten ihn jetzt aufwerten. Was schon mal sehr gut ist. Weil das Verteidigungs-Upgrade ist unglaublich gut. Ah ja, ja. Aber ich glaube, wenn man so diesen... Genau, da kriegt er trotzdem nochmal 8% Verteidigung, wenn er neben ihm steht. So, das heißt, hier werden wir jetzt richtig reinhauen. Indem wir erstmal ein Packleader reinhauen und dann noch ein bisschen Stich Unholde oder so. Hat schon verkackt. Beziehungsweise kann ich kann auch Riesenschnecken reinhauen. Dafür habe ich sie ja. Das ist auch nicht verkehrt, ja. Oh, der ist durch mit einem. Machen einfach noch Riesenstecken rein. Haben vor Eis gehabt, aber der ist trotzdem down. Gut verteidigt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier upgraden. Und zwar... Die ganzen. Ich könnte hier noch einen platzieren. Wir machen das so. Und dann schicke ich noch einen Unhold rein. Es war wenig Stichschaden, aber ein bisschen was ist nicht verkehrt. Dann sollten wir ganz gut dabei sein, auch wenn ich jetzt hier wieder fett geschickt kriege. Jetzt noch nicht. Nächste Runde. Holy shit. Ja, die Schleime blocken ganz gut. Aber die anderen sind schon down. Ich komme durch, sehr gut. Und hier drüben auch. Und da muss ich jetzt abwehren. Dann muss aber mein Bot-Teamkollege nächste Runde für mich blocken. Ach du Scheiße, kriegen ja richtig fett auf die Fresse. Da ging es ja noch übelst kacke. Ich glaube, das habe ich ganz gut im Sack. Werten ihn auf. Hier wird ein bisschen aufgewertet. Zack. Ja komm, ich stelle noch einen hin. Ja, einen kriege ich noch rein und dann ist Schluss. Aber jetzt musst du für mich blocken. Ja, das ist doch Quark. Das ist Quark. Das soll Diamantbot sein. Der so eine Kacke macht. 1000! Der hat mir einfach 1000 geschickt. Holy shit. Aber dafür schlage ich mich doch ganz gut. Da stand noch einer in der Frontline. So, ich bin raus, aber... Er sollte das blocken. Hat er viel Stichschaden? Nein, hat er nicht. Also ich könnte jetzt trotzdem in der Wave noch was schicken. Oder ist es vorbei? Alles vorbei? Victory. Holy shit! Sieg! Okay, aber spätestens nächste Runde wäre es vorbei gewesen. Ach du Kacke. Puh, das war eine weitere Runde von Legion DD2 im Bot Beatdown. Diamant diesmal. Schaut doch gerne beim letzten Video vorbei, habe ich Platin gespielt.
Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.